Hi Leute, hier ist Matthias. Liebe Grüße aus dem Wald. Ja, ihr habt sie gesehen, ich habe heute tatkräftige Unterstützung mit. Ja, den besten Helfer für heute. Ja, wir haben uns heute ein bisschen was vorgenommen. Zum einen das Gewinnspiel auszulosen und zum anderen ein bisschen was zu basteln. Das beides würde ich gerne kombinieren. Ich möchte nicht einfach eine Nummer ziehen oder den Zufallsgenerator entscheiden lassen. Von daher hatte ich mir überlegt, ein bisschen was zu bushcraften. Ein kleines Bastelprojekt, was ihr auch gerne mit euren Kindern oder auch selber im Wald nachbasteln könnt. Eigentlich eine einfache Sache. Bietet sich auch gerade an, weil es ist ja gerade Pilzsaison und wer kennt es nicht, man geht im Wald, man findet einen Haufen Pilze und ja, ihr habt kein Körbchen. Von daher ja, geht es heute ums Basteln. Viel Spaß beim Video. Die Arbeit ist erstmal erledigt. Wir werden schauen, ob wir mit den Ästen alle zurechtkommen. Haben die jetzt erstmal abgesägt und wurden von groß immer ein bisschen kleiner und immer zwei Äste von jeder Größe haben wir jetzt verwendet. Dann geht's weiter. Schiebst du den dann runter. Körbchen steht erstmal. Wie sieht's aus? Ja, unser Körbchen ist fertig. Alles, was wir da jetzt reinpacken, ist auf jeden Fall vor wilden Tieren geschützt. Ob wir da jetzt Pilze sammeln oder wie wir jetzt gleich ein Gewinnspiel auslosen, das natürlich jedem selbst überlassen. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht zu basteln, geht auch relativ schnell. Ja, und wir sind an der frischen Luft, das ist eigentlich das Wichtigste. Gleich wird mein Assistent ein paar beschriftete Kastanien in unser Korb packen. Und dann ist er heute der Zufallsgenerator. Ja, das Gewinnspiel wird ausgelost. So viele Kommentare waren es nicht. Es waren knapp, ich glaube, 38. 38 Kastanien von 1 bis 38. Kein Betrug und kein Kommentar, der doppelt war, wurde mitgezählt. Ja, von daher packen wir das jetzt erstmal um. Packst du die wieder rein? Super. Da möge der Zufallsgenerator eine Kastanie raussuchen. Nein. Ist egal. Okay, was haben wir? Die 1. Die 1. Gleich die 1. Ich habe natürlich ein schlaues Buch bei.
Wir machen es noch ein bisschen spannend. Nicht, dass er denkt, hier sind nur Einsen drin. Was haben wir hier noch so drin? Blobs. 32. Die 8. So, Trommelwirbel. Gewonnen hat 4Z Gamezone. Ja, zufälligerweise der erste Kommentar und bekanntlicherweise, wer zuerst kommt, mal zuerst. Dir ganz viel Spaß mit dem Rucksack. Ich werde dich kontaktieren. Ja, das war unser kleines Bushcraft-Bastelprojekt. Sicherlich nicht das letzte. Mein Assistent, glücklicherweise mein Sohn, kommt, ich denke mal, ja, demnächst öfter mit. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben, gerne auch ein Abo dalassen für kommende Videos. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Gewinnspiel, bis bald im Wald, wir sehen uns, macht's gut, ciao.